bin, zumindest ein bisschen. Und das ist der Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Ich wollte einfach verhindern, dass wir wieder von 5000 Leuten angegriffen werden. Und ja, was wollte ich sagen? Wir fahren den sogenannten Chaos-Konvoi. Und wen haben wir denn alles im Boot? Ich weiß gar nicht, ob ich die alle auf die Reihe kriege. Könnt ihr euch mal alle melden da? Der Reihe nach bitte alphabetisch, wenn es geht. Jo, dann fängt mal der Dr. X an. Der ist, glaube ich, mit dem am weitesten vorne, wa? Hallihallo. Ja, dann müsste ich der Darcy als nächstes Hallo sagen. Mit G müsste ich dann, glaube ich, als nächstes dran sein, der guten LP. Hallo. Und mit R ist dann hier der Rocktop. Servus. Gutes so, A steht vor SP, also Sachsen Let's Play ist auch da. Der Spielbär ist auch dabei. Moinsen. Mit T kommt die Trinity. Hallo zusammen. Das war das ganze ABC. Dann seid ihr durch quasi. Ja. Quasi ja. Es ist jetzt folgendes. Ich muss jetzt erstmal aus dieser scheiß Stadt rausfinden. Das heißt, ich muss jetzt erstmal rechts abbiegen. Und ich habe gerade auch schon im Stream gelesen, hat einer geschrieben, ich schaue den Livestream und fahre gleich hinterher. Liebe Freunde, ich habe heute das erste Mal Security dabei. Und zwar sind das 7 Security-Fahrzeuge und die werden im Zweifel euch einfach aus dem Weg rammen, ja? Weil ich habe ja die schlechte Erfahrung gemacht, dass sich die Leute einfach in den Konvoi reinzwängen, ungefragt. Und das geht natürlich gar nicht, vor allen Dingen, weil es dann relativ viele Unfälle gibt. Was mache ich jetzt? Jetzt fahre ich erstmal zu unserem Treffpunkt. Ich werde nicht sagen, wo der ist. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, dahin zu finden. Das wird gar nicht mehr so leicht, weil mein Navigationssystem ja natürlich leider auf mein Ziel Manchester eingestellt ist. Wo ich starte, ist auch jetzt auch gerade noch nicht. Habt ihr wahrscheinlich eh schon gesehen. Muss ich bloß noch rausfinden, irgendwie hier rauskommen, ne? Damit ich zu euch hingelange. Wegrammen. Und, genau. Und so sieht das mal aus, weil anders kann man sich ja anscheinend nicht erwehren. Und die Security freut sich auch, weil das natürlich für die mal eine Herausforderung ist. Weil natürlich trotzdem erfahrungsgemäß der eine oder andere wahrscheinlich zu uns stoßen wird und versuchen wird, uns umzustoßen. Die ersten Kandidaten stehen schon in der Nähe. Ach, meint ihr euch selber? Nee. Die haben sich schon einige im Chat gemeldet und ja, die Security hat die Lizenz zu töten. Genau, ja. Das ist hoffentlich dann auch mal wirksam. Null Security. Und Maschinengewehre. Und Maschinen. Messer! Nee, Messer so, und dann kann ich gerade noch was erwähnen. Ich muss euch jetzt eine gewisse Zeit lang belustigen, weil der Luke, der Sohnemann, der ist zwar schon im Bett, aber er schläft noch nicht. Und wir hätten eigentlich ganz gerne, dass die Mone mitfährt. Die ist jetzt noch nicht zu uns gestoßen, aber ich hoffe, das klappt noch. Und ich denke mal, ihr habt dafür Verständnis, dass wir deine Zweifel vielleicht auch noch ein bisschen warten, oder? Wie sieht's aus? Mal im Chat mal ein bisschen angeben, wollen wir auf die Mone warten oder einfach abhauen? Was war da gerade für ein Chris? Das war, glaube ich, eine Security. Ja, ich glaube, da ist jemand falsch gemutet. Ja. Was fängt ja super an, der Corny zu dir? Was? Also die Security, die sollte eigentlich gemutet sein und sich gegebenenfalls einschalten. Oh, ich bin schon geblitzt worden. Das fängt ja super an. Blitzer umfahren. Oh, scheiße. Ich muss nach... Oh, kacke. Warte mal. Ja, doch. Gerade noch rechtzeitig. Ich muss links abbiegen. Wo liegt jetzt ist gerade die Mone hinter mir ins Büro gehuscht. Ich weiß nicht, ob Luke schon schläft. Ich auch nicht. Hallo. Hallo. Hallihallo. Oh, ich muss links fahren, ne? Die Security ist jetzt auch gemutet. Oh, scheiße, also. Ich fahr wieder zurück, oder was mache ich denn jetzt? Oh, kacke. Ja, du musst die ja Panik hier. Wenn du da links gefahren bist, musst du dich einfach dann Richtung Southampton halten. Ja, Southampton, Mittelflug. Scheiße, wir fahren ja auch noch auf der Seite. Soll ich das nicht bringen? Ja, hab ich auch immer Probleme damit, Mone. Wir können beide rechts fahren. So, ich starte jetzt mal. Es kann auch sein, dass man im Livestream die Mone doppelt hört. Das ist natürlich das Problem, weil es im gleichen Raum ist. Was ist denn das für ein Penner hier? Verpistelt mal hier. Ich hab schon wieder Angst. Ich fahre direkt hinter Dr. X wahrscheinlich und er hat hochentzündliches Gut geladen. Ja. Das wollte ich auch gerade noch. Oh, schon wieder geblitzt. Oh, naja. Wollte ich auch gerade noch erwähnen. Ich habe extra für die Leute, die uns eventuell beim Konvoi stören wollen. Ist mir da hinten drauf gefahren. Na, das fängt ja gut an. Da schiebt mich einer. Hallo? Security! Ich bist zu weit weg. Ja, ich habe
habe ich geahnt, dass die mich schon anfallen, bevor ich überhaupt Juli angekommen bin. Die Penner. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe für die, die uns rammen wollen, extra Arsen geladen. Lecker. Hast du auch ein Spitzenhäubchen auf? Ich muss jetzt immer erst noch geradeaus und dann muss ich irgendwie Richtung Southampton, habt ihr gesagt. Harald, ne? Hat nur ja ein Spitzenhäubchen auf. Ah, wo denn? Wo denn? Dachte, ich verbreite hier mal ein bisschen Blumenwiese und Kino. Also ich stehe jetzt hinter Darcy und Trinity, sobald ihr beide euch in Bewegung setzt, setze ich mich auch in Bewegung. Und was? Oh fuck! Geht ja schon wieder los. Wir können es nicht sehen. Ja, also ich kann gerade meinen Spielstand laden. Unter den Bedingungen kann ich leider nicht arbeiten, Freunde. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Ich bin jetzt gerade frontal gerammt worden. Von einem Geisterfahrer. Security, Mensch, mach doch mal was hier. Ich würde sagen, das war jetzt aber nicht der ich hab's nicht gesehen, es ging zu schnell. Scheißdreck, das kann aber nicht wahr sein. Jetzt müssen wir mal schauen hier. Die Security mal, ist halt ich schon hab's am nicht gesehen. Ne? Das heißt, halt so die Nummer zu ja, ich weiß. Uns auch nicht, oder? Ja, konnte ich denn wissen, dass die mich da vorher schon abfangen? Ja. Nächster Versuch. Flieg doch im Singleplayer zu dem Ort. Kleine wie? Fiese. Soll jetzt aus dem Spiel rausgehen, aus dem Livestream, soll jetzt alles mal stoppen? Nein. Ist klar, was die Leute mir da erzählen? Nein. Bist du? Hallo, Harald. Scheuert ihr drum, ihr Pissnelken? Ich meine, ist ja wurscht, ne? Die haben ja Spaß im Livestream, denen ist ja scheißegal. Was ist los da? Aber wir wollen doch auch Spaß haben. Ja. Auch die Aufzeichnung hast du schon mal gesehen, dass über der Tankstelle die Geier kreisen? Ja, immer wieder. Die kreist nicht über die Tankstelle, die kreist über uns, weil sie wissen, es gibt Tote. Bei mir ist ja, schon ja der große Regenschauer hier mit Gewitter und allem. Das ist schon wieder ein gutes Vorzeichen. Regen aufstellen. Das mache ich immer beim... Hier riecht einfach alles geht? Nach... Ja, ja. Optionen. Ja, ja. Regenhäufigkeit. Dann Regenwahrscheinlichkeit. Also bei Gameplay. Nee, aber ich glaube, das mit den Geiern, das hat irgendwas dann mit mir zu tun. Ich hätte mich doch vorher duschen sollen. Ich weiß leider nicht, ob ich stinke. Hier riecht alles nach geräuchertem Fleisch. Ja. Hallo. Ist egal, es hallo, stinkt alles hallo, so. Hallo. Hallo. Ich wollte doch mal kurz den Leuten die Information geben. Ich habe mir jetzt gerade einen neuen Auftrag geholt, mal wieder, ne? Manchester nochmal. Ich hole jetzt hier gerade mein Ding ab. Ich hoffe, das klappt jetzt auch nicht, dass der Auftrag wieder abgelaufen ist. Dann drehe ich durch. Und dann versuche ich nochmal, mich da zu euch durchzuschlagen. Weil kann ja wohl nicht wahr sein hier, Schweinerei. So. Arsen, 23 Tonnen, das sollte reichen. Hat irgendwer so ein Schild eine Stunde später, das er hochhalten kann? Ja, hier in der Wohnung. Halt mal hoch. In die Livecam. Ich weiß nicht, wie ist eigentlich die Tonqualität? Könnt ihr mir meine Moderatoren im Skype-Chat kurz mal schreiben, ob die Leute doppelt gehört werden und so weiter und so fort? Oh, dann endlich einer None. Ach nee, der meint Non. Alles klar, das ist Englisch. None, hallo None. Da habe ich wohl verwechselt. Also hey, Harald, das ist nur noch None. So, wartet mal, ja. Ich schau mal kurz in Skype. Einige sind nicht gerade begeistert von ETS 2 im Stream. Tja. Tschüss. Ja. Wir haben keine Ahnung. Hier wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Da bin ich einmal dabei. Ja, eben. Also, ich sag mal so, jeder Mensch ist käuflich, ne? Es kommt immer nur auf die Summe an. Was bietet er denn? Was anderes spielen? Ja. Nochmal die 500.000 dafür. Ja, der Spielbär kommt bei mir relativ. Der Spielbär kommt bei mir relativ laut rein. Oh oh. Mal wieder. Der drängt sich immer so vor, der Spielbär. So akustisch. Muss ich mal mein Mikro kurz leiser stellen? Ja. Und weiß nicht, wie die anderen das sehen. Ich will den ja nicht unterdrücken oder so, ne? Naja, so, ist schon. Muss ich den jetzt fahren? Aber das hat letztes Mal schon gesagt, hat mir keiner geglaubt. Geradeaus und dann links. So. ETS 2 ist ein bisschen zu laut, wenn du außerhalb bist. Wie außerhalb? Außerhalb von London oder? Vom Fahrzeug wahrscheinlich. Ja, ja, klar. Das ist. Das ist aber ganz normal. Das ist immer so. Das kann ich nicht ändern. Ich hab das. Ja. Ja, das kann man das ja rückwärts rausnehmen. Das geht viel zu nervt. Nein, was schreiben kann. Nicht. Alle mein Stück davor fahren. Gesamtlautstärke. Das bringt ja nichts, dann wird es ja innen auch noch leiser. Ja, Trinity? Genau. Ja?
Mit was kann ich nochmal was tippen? Y. Y. Dann Y. Ah ja, weil ich habe aus Versehen T gedrückt und da habe ich meinen Aufflieger verloren. Das ist doch der Tempomat, Mensch! Genau, T ist der Tempomat. Boah, das ist ein scheiß Gehupe hier! Ja. Ich muss jetzt erstmal zu dem Treffpunkt mich durchschlagen. Das wird schwer genug, ne? Also, ja, zweiter Versuch. Thema Aufflieger verlieren. Guten, weißt du noch? Ich bin noch da. Ja, weißt du es noch? Was passiert, wenn ich G drücke? Ja, mach mal. Ich habe meinen Aufflieger verloren. Erst hast du gefragt, wie kupple ich meinen Anhänger ab. Dann war so eine halbe Minute lang irgendwie Lärm und dann habe ich gesagt, Rocktox, drück mal T. Ja, genau, dann war der Anhänger weg. Mitten auf der Straße. So, ich schau nochmal rein. Aha, ETS 2 ist immer noch zu laut. Nee, alles gut. Ansonsten der Ton sehr gut und es tut mir ja leid, dass es ein Überraschungs-Livestream ist und dass vielleicht einige im Euro Truck Simulator 2 nicht mögen. Aber Freunde, ich habe es erklärt, warum ich das so gemacht habe. Ich musste das so machen, weil sonst hätte ich überhaupt kein Multiplayer mehr spielen können. Online. Warte mal, ich werde doch nicht an der gleichen Stelle wieder geblitzt, oder? Wahrscheinlich schon. Dann müsst ihr aber langsam lernen. Scheiße! Doch! Ich sag dir noch, fahr den Blitzer um. Hey, wenn einer dreckig lacht, dann bin ich da. Aber diese Lache war richtig schön dreckig. Firefly, der ist schon wieder da. Okay, Freund. Pass auf, Firefly. Ich weiß, wer du bist im wirklichen Leben. Und beim nächsten Mal, wenn du mir noch einmal irgendwie die Quere kommst, sag ich dir jetzt ganz offen, wirst du auf meinem Kanal gesperrt. Ganz einfach. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Und ich weiß, wo ja? Bei der war ich mal bis... das sag ich jetzt nicht. Oder wenn er einen von uns anmacht. Nee, euch kann er... Nee, natürlich! Ach so, uns kann er anmachen, na prima! Oh, wieder ein Blitzampel. Ja, er kann unser Kanal anmachen, natürlich kann er das. Eben. Oh, 30. Gefährlich. Ach so, Harald, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Was hat jetzt Luke, oder was? Was hat denn Luke eigentlich geantwortet, als du ihm gesagt hast, ich bin dein Vater? Das kommt, wieso, ich hab... Das ist doch keine Frage, das ist eine Feststellung. Ja, solange er nicht. Moment! Solange er sich nicht irgendwo festhält und schreit, nein! Ist doch alles in Ordnung. Solange er noch beide Hände hat, ist mir alles wurscht, kann er schreien. Okay. Aber da muss ich dazu erzählen, kurz: Wir waren einkaufen, samstags ist man. Sag mal, geht's noch? Vollbremsung, Harald, beschwert sich Babilisch. Wer ist denn Babilisch? Ja, ja. Babilisch. Ganz kurz auf jeden Fall hieß es plötzlich, Luke braucht unbedingt eine Taschenlampe. Ganz dringend braucht Luke eine Taschenlampe. Da dachte ich nur von mir aus. Und was hat er angeschleppt, der Papa? Na? Warte mal, ich mach das Geräusch. Warte mal. Ich fahr mal kurz rechts ran hier. Links in dem Fall. Moment. Ich mach mal das Geräusch. Ich hab's hier nämlich zufälligerweise hier. Ein... Wusch, wusch. Laserschwert oder was? Moment, jetzt wird wieder so ein... Ein Lichtschwert. Ja, Lichtschwert. Hätte ich auch Moment. Wie geht das... Ding überhaupt an hier? Scheißdreck, sag mal. Na gut, kann das mal. Mann, reg mich auf, da steht. Jetzt stellt sich der wieder direkt vor mich hin, der Idiot. Ist doch jetzt wurscht. Ha? Ein Lichtschwert. Sieht auch so aus, aber das kann man ja leider nicht sehen. Rot? Naja, ich meine, die leuchtet ja auch im Dunkeln, ne? Also ist ein kleines bisschen Taschenlampersatz. Ja, ja, ja. Vor allem Luke wollte die ja haben, ne? Ist klar, ne? Ganz dringend. Oh Mann, ja, so immer. Sack hier, da steht einer, der hupt und hupt. Ey, das sind solche Arschlöcher, jetzt mal mit Verlaub, ja? Daniel, 158, der lauert hier auf mich, genauso gut. Fireflyer, Germany, lauert auf mich. Die stellen sich neben mich hin und hupen, dass ich überhaupt nichts mehr höre. Das ist echt solche Pissnelken, ey. Jetzt hören wir mal auf. Jetzt muss man sagen, die hupen, weil sie sich freuen. Dann hupst du halt zurück und fährst halt weg. Genau, ich hup zurück, super Idee. Wir wissen, dass euer Hupen jetzt könnt ihr aufhören. Na, ich muss schmeiß halt ein Laserschwert. Ich muss Richtung Southampton! Ja! Ja! Bin ich gereizt oder so? Ich versuche nur zu finden, wir reden die ganze Zeit durcheinander, dabei haben wir das vorher besprochen. Aber wir sind gleich bei dir. Firefly, ich hab nicht gehupt. Ah, aber gehört hast du nicht, ne? Ich weiß, wer du bist, mein Junge. Ich weiß, wo du wohnst. Und wo dein Auto steht, weiß ich auch. Ich bezirze jetzt mal die Geier, die über uns kreisen, dass wenn die alle nachher kommen, dass die alle schön runterscheißen. Ja. Ach komm, ey. Aber voll fett auf die Windschutzscheibe.
So, jetzt hoffe ich mal, dass ich bin so froh, wenn ich bei euch bin und ich dann links und rechts zwei Securities vor mir hab, die diese Pisspenner mal gepflegt aus dem Weg räumen, ey. Boah, mach ich mir ziemlich heute Feinde, dünn. Ja, jetzt komm mal wieder runter, Herr Frenkel, du plärst mir bin nämlich unten auch an. Ich bin unten! Am Boden bin ich, was ist jetzt überhaupt los? Jetzt spaltet sich die Straße vor mir, hä? Oh, oh, der Boden tut sich unter ihm auf, das ist ein gutes Zeichen. Kacke, ja, hier war ich ja noch nie. Nennt man das nicht Moses-Komplex? Ich wollte gerade sagen, Moses. Oh, Freunde. Harald, müssen wir dich abholen? Was? Müssen wir dich abholen? Ich weiß nicht, ich kann ja nicht, der Kack ist ja, ich kann nicht mal auf die Map schauen. Weil wenn man fährt, kann man ja nicht gucken. Und wenn man das bremst, stimmt, dann stehen wieder fünf Leute um mich rum und hupen. Du könntest mit F5 dein Navi rauszoomen, dann kannst du halt mehr sehen. Ach Mann, Schlauberger, du weißt nicht mal, was ein Auflieger ist, willst du mir erzählen, ich soll F5 drücken. Es war ja nur ein Vorschlag, ey. Ich nenne mich an der Tankstelle. Ach Gott, ich fahre rechts, fährt mir gerade auf. Darf ich ja gar nicht, ne? Nee, das ist nicht gut. Wir haben es jetzt mal nicht gesehen. Ich meine, wir sehen es sowieso nicht, aber... Bin ja froh, dass ihr alle analysiert seid. Ja. Och. Ja, es muss ja einer, ne? Ja, einer muss ja lachen, ne? Im Zweifel ist Simone. So, Services, alles klar. Services, bitte einmal Service, bitte einmal Security Service. Wo ist er denn? Du bist falsch, Harald, schreibt Firefly. Ja, du schreibst, du bist falsch, ja, oder? Das macht nix, da, warte mal. Ihr seid auf der anderen Seite? Ja, könnte sein. Wir sehen dich halt gar nicht. Wie abgesprochen. Ja, weiß doch ich nicht. Nee. Moment mal, wo bin ich denn überhaupt? Ich schau mal kurz. Nämlich nicht. Ach du Scheiße. Ich bin ein bisschen total falsch, Verzeihung. warte mal. Ja, das ist, weil die mich so irritieren, weil die hupen dauernd. Ja, weil du so rumplärst. Mach mal die Karte mal raus. Ich mal Frenkel und fahr hierher. Ich weiß, ich muss wenden. Ich muss wenden. Jetzt habe ich so lauter Scheiß. Sag oh, Kacke, du. Das Problem ist, ich habe eine scheiß Leitplanke dazwischen. Sonst würde ich jetzt hier auf der Autobahn wenden, aber kann ich ja nicht. Ruf mal die Karte auf. Mach dir doch mal was größer, bitte. Ich kann doch die Karte nicht aufmachen, wenn ich fahre. Achso. Im Navi, ja, meint er wahrscheinlich. Im Navi auf F5. Achso, hab ich doch, ich bin falsch, ja. Ich bin falsch. Du fährst oben rum, ne? Ja, ich fahre jetzt halt in die, nein, ich fahre in die falsche Richtung einfach. Ich bin jetzt mal so geil. Habt ihr schon an den Anzug? Ich dreh durch. Okay. Was machen wir jetzt? Ich kann jetzt die Schlüssel da nochmal laden, ne? Jetzt kommt der ganze Ruß aus den Lungen raus. Flotterlich. Was denn für ein Ruß? Ja, meine Ruß, die ich eingeatmet habe. Wir machen es anders. Ihr kommt nach London. So machen wir es jetzt. Gut. Na gut, kommt der Prophet nicht zum Berg, kommt der Berg halt zum Propheten. Ja, so, also Berg, Abmarsch. Zwei Leute mit mir nach London. Ja. Vor. Wir kommen zu dritt nach London zu dir. Security. Ja, okay. Das ist ja, wie soll ich sagen, das ist ja alles live, ne? Das schneiden wir alles raus. Ja. Dr. X, warte mal, Dr. X, warte mal. Ja. Doc, warte. So, Harald, sollen wir jetzt auch kommen oder soll eine Security kommen? Also hier steht jemand, hat die Boxen an und man hört Mone fast nicht. Ach, und da kann ich mich jetzt auch nicht drum kümmern. Also, pass auf, folgendes. Jetzt gerade eben habe ich natürlich den Chat gelesen, weil mir irgendwie Flyer-Heini wieder irgendwas mitgeteilt hat über Chat und in dem Moment bin ich bums gegen die Leitplanke gedonnert. Und hab wieder 5 Millionen % Schaden. Okay, also jetzt nochmal gucken. Manchester. Wir machen jetzt nochmal Manchester. Ich weiß nicht, wo kommt ihr hin? Kommt ihr einfach mal nach London? Können wir machen. Ja, ist die Frage, ob wir alle geschlossen rum oder nur 2-3 von uns. Und das ist keine gute Idee, mit einem Konvoi mitten nach London reinzufahren. Da kommen wir nie mehr von uns. Du alter Spielverderber. Ja. Harald, ich komme mit allen drei Security-Fahrzeugen. Also, du bist so hier nach London. Ich lass uns doch mal Spaß in London haben. Mal die ganze Stadt auseinandernehmen. Doch, warte, nur weise. Lass uns die Stadt in Trümmer legen. Genau, los, komm. Ja, Randale. Achtung, ich fahr. Was, wie, wo, wer fährt jetzt? Fahren wir alle? Ich fahr hinterher. Ja, ich fahr nach London, Mone. Dann fahr nach London! Ich hinterher. Gib Gas, Doc, sonst knallt er hinten drauf, ey. Ich fahr hinter Rockdocks. Der kleine Harald möchte in London abgeholt werden. Ja. Im Kinderparadies. Ja doch, der kleine Harald wurde in London verprügelt. Also ich entschuldige mich schon mal vorab, eventuelle Bremsmanöver, Blinkmanöver, Ausfallmanöver. Wow! Ich hab ne Security hinter mir, kann das sein?
Ja, der Dr. X bremst immer so. Rattlesnake? Überholt. Bremst. Fahrt vor. Bin ich eigentlich die Letzte? Wo kommt der denn her? Ja. Der fährt auf der falschen Seite. Hallo, kann mir jemand sagen, wer hinter mir fährt? Hinter dir ist nur noch die Security. Sehr gut. Ja, Doc, fahr vor, jetzt gibt's nämlich so viel Gas, wir können nachkommen. Wenn du magst. Wer, ich? Ja? Nee, im Leben nicht. Okay. Wer jetzt wieder gehupt hat, ey, meine Fresse. Da ist das, oh mein Gott. Achso, das ist Security. Okay. Ach, wir sind alle schon gewohnt. Oh, einschlagen. Wir sind abgehärtet. Ich bin eingeschlagen in die Leitplanke. Ja, das hab ich gemerkt, ey. Bleib schon wieder halb stehen da, ey. Okay, alles ist gut. Also. Ach, ey. Nehmt jetzt den Auftrag Manchester wieder an, Arsen. Und ich sag euch, wenn jetzt wieder was schief geht, dann schluck ich die scheiß 23 Tonnen selber. Guten Hunger. Aber was, ich spritze es mir, da geht's schneller. Du brauchst einfach nur eine Zyankali-Kapsel. Nicht bremsen, Doc. Böser Don. Doc, böser Doc. Ich bremse gar nicht. Warum bist du so langsam? Wir fahren gerade um 38. Weil jetzt. Ich einen scheiß Rechner habe. Dann fährst du 38. Kann es sein, dass manche gereizt sind? Okay, pass auf. Convoy Security Rattlesnake ist jetzt vor mir. Der führt mich jetzt bitte zu euch. Ey, wir fahren jetzt zu dir rein. Wir fahren nach London rein. Ja, wir fahren schon. Das ist mir egal. Dann führt er mich eben auch zu euch, wenn ihr reinfahrt. Ich dachte, nein, der Darcy hat doch gesagt, ihr fahrt nicht nach London rein. Weil das ja, aber auf mich hört ja keiner. Wir sind jetzt an der mich hört ja auch keiner. Rechts ab muss. Genau, und dann fahren wir da jetzt wieder hin. Ja, okay, wir fahren wieder zurück. Alles klar, die Security führt mich jetzt dahin. Ich brauche nicht aufs Navigationssystem schauen. Ich brauche mich nicht drum kümmern. Sucht jemand eine nette und aktive Truppe zum Liebhaben? Ach, ihr könnt mich doch alle mal. Ja, Kuschelrunde. Irgendeiner fährt auf der rechten Spur vor mir. Ich glaub, das ist der da. Ja. Hat jemand mit mir gesprochen? Ich weiß nicht, ist das die Security, die ausschaut wie von DHL? Sind das die? Ja, die sind so. Die sind so. Gas her. Sehr das gut. Von DHL ist die Security. Hörst du mich, Harald? Gib mir doch mal eine Antwort. Du sollst mich nicht abbewegen. Ja, die reden alle dauernd durcheinander. Was denn? Ja, so, die begleiten dich jetzt und führen dich auf den richtigen Weg. Sehr schön. Das klingt ein bisschen, als ob es die Missionare wären, aber gut. Oh, ich bin bis jetzt unfallfrei gefahren, der Wahnsinn. Yay! Ich auch, aber die anderen nicht. Rockdogs, zweite Auffahrt, ne? Denk dran, ja, 48, weiß. Wir wollen ja nicht geblitzt werden. Ich bleib mit dem Doktor so langsam. Ach, weil wir in England sind, deshalb Miles per Hour, das wird so komisch umgerechnet, ey. Ach. Ja, was macht denn Convoy Security Rattlesnake jetzt? Die Karte schaut. Wenn ihr übrigens, Security, wenn ihr bei beiden Blinkern blinkt, also quasi warnblinkt, dann weiß ich nicht, ob ihr abbiegt oder nicht. Also ich weiß schon, dass ihr abbiegt, aber nicht in welche Richtung. Oder ist der Truck kaputt von Convoy Security Filifi Falli Falli Funny? Falli Filli. Aber weißt du nicht, wie er heißt. Also wenn beide blinken, wir sollten das, würde ich sagen, er biegt geradeaus ab. Entschuldigung. Aber ach nix, ich bin das Rappen gewohnt mittlerweile hier. Convoy Security weiß Bescheid, die sollen blinken und nicht warnen blinken. Alles klar, danke. Okay. Wer bist du nochmal? Vivi Didi. Oder sag einfach Ralf. Der Ralf, weil so gut kann ich dann auch wieder nicht rappen. Ja, ist alles total einfach, total easy. Ich finde, wir sollten den Schwierigkeitsgrad jetzt erhöhen. Wir sollten jetzt alle komplett alles in Englisch sprechen. Mir egal. Oh, oh yeah. God. Jesus fucking Christ. Oh, what the fun. You want to have a cup of tea? Are you kidding me? So, die führen dich jetzt zur Tankstelle und dann sammeln wir uns dann heute. Ja, genau. Oh. Und dann haben wir 11 Uhr nachts und dann können wir aufhören. I think I spider. I should go. It runs me cold my back down, my friend. Ja, sehr behelfte Salad. My love for the little singing club here. I'm washed with every water. Oh yes. So, ich frage jetzt mal meine Moderatoren im Skype-Chat, wie ist denn die Stimmung? Stimmung! Wie viel habe ich denn schon verkrault, weil ich so böse bin, satanisch? Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Alkoholfrei, wie immer, ne? Muss man sagen, weil ich habe die Webcam, die Facecam nebenbei laufen. Kein Witz!
Was? Dass die Facecam nebenbei laufen hab? Nein, dass du alkoholfrei trinkst. Ja, hallo, ich bin Truckfahrer. Rocktalks, fahr nochmal auf die Dingens, auf die Tankstelle drauf. Weiter? Ja, yeah, ich sehe dich bloß nicht mehr. Okay, Freunde, wir haben das alles total im Griff, ihr merkt schon. Und der Fireflyer steht schon da und lauert auf uns. Okay, ich mach die Haft. Ich messer den mal schnell, dann ist Ruhe. Ja, genau, komm. Messer den mal seine Reifen, komm. Ich hab keinen Gegenverkehr. So, ich stehe wieder da. Jetzt stehe ich wieder da, wo ich angefangen habe. Ich hätte beinahe die Security getötet gerade. Ich tank nochmal. Der Hinterrede muss sich aufdenken, die Alte ist doch besoffen. War so Schlangenlinien. Da lacht sich bestimmt kaputt. Also die Stimmung im Live-Chat ist, na toll, könnt ihr euch vielleicht mal bitte einigen? Der eine schreibt geht so, der andere schreibt gähnt und der dritte schreibt very lovely. Aber das ist wenigstens Englisch, ja. Okay. Ja, was jetzt? Ach, dieser scheiß Gruß. Boah, jetzt ruckelt's aber arg. Oh ja, hup halt. Hup, bin ich da. Doch, mach mal Motor. Super! Dankeschön. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass mich die Security auch vor Radarfallen schützt, aber ich bin jetzt gerade das dritte Mal reingefahren. Ja, liebe Security, das nächste Mal die Starrenkäste bitte umfahren. Ja, die haben ja nicht damit gerechnet, dass ich mitfahre, glaube ich. Das war auch bestimmt jedes Mal die gleiche Stelle, oder? Naja, das sind ja zwei und ich glaube, ich habe einen habe ich geschafft, mich zum Blitzen zu bringen. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu, da waren wir doch gerade schon. Ja. Und ich muss immer noch sagen, einmal im Kreis gefahren und 0% Schaden. Und wie wir alle wieder auf den gleichen Plätzen stehen, das ist echt wie geplant, richtig im Synchronparken. Der kürzeste Konvoi aller Zeiten. Ja, und das sind schon zwei. Wer sind denn das? Ja, was das war jetzt die Warm-Up-Runde. Hoppla! Was sind das für Typen? So, Hoho Johnny schreibt Wenkel. Was kann ich dazu sagen? Ja, hast du schon wieder zwei lieb? Ah, das Firefly ist das, der hier ist. Ja, der Fireflyer will uns jetzt hier, der Norsco und noch einige andere. Die wollen ein bisschen Spaß haben. Kriegt ihr, Leute. Ich freue mich auf viel Blechschaden. Firma JB ist ja auch noch. Da malt schon ein Motor. Ich glaube, das ist der vom Norsco oder so. Ja. Also die gehören nicht zu uns, ne? Nee. Wir sind Stalker. Stalker. Wo sind die Mutanten, wenn man sie braucht? Und die Anomalien? Ja. Ich weiß übrigens gar nicht, was ihr habt. Ich habe 0% Schaden. Ich fahr richtig gut heute. Ich auch. No. Gehen sie weiter, gibt's nichts zu sehen. Nein, du musst sagen, bitte fahren sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Ja. Kannst du sagen, Doc, Doch, du kannst ja schreiben. Wir holen uns gerade einen Kaffee. Meine Güte, ey, wenn ich gewusst hätte, dass ich nur Spaßvögel und Comedy-Talente hier als Kommentatoren in meinem Skype-Chat hätte, dann würde ich die, glaube ich, gerade alle wieder entlassen hier. Ich will einfach nur eine wirklich ordentliche Auskunft und keine blöden Sprüche jetzt hier verflucht normal hier. Very Welle, meine Fresse, was soll ich denn damit anfangen? Da war ich doch schon mal heute. Ich glaube, du solltest deinen Moderatoren nicht immer vorher eine Kiste Bier vorbeischicken oder so. Die trinken das vorher ich aus, weiß nicht hinterher. Oh, was ist denn hier los, ey, hier? Wir fahren wieder in die Nacht hinein. Da ging oh, das seid dann. Ja ihr. Ja. Ja, er hat es gefunden. Da. Ja. Genau. Ja, habt ihr jetzt fahren, ey. Ja. Okay. Okay, jetzt schreibt dir einer, schön mal mit dir fahren zu dürfen, Harald. Nein, du darfst nicht mit Harald fahren. Hat euch das erlaubt? Keine Sau hat euch das erlaubt. Jetzt ist mein... Mone, Hilfe, der Laptop ist aus. Hallo, stopp, ich habe ein technisches Problem. Okay. Moment. Auf Escape mal drücken oder einfach Enter drücken. Dann ist halt der Bildschirmschoner an. Ja, toll. Alter! Das ist eine Wiese. Rasenmähen. Oh, kacke. Security, bitte mal die drei Herren aus dem VIP-Bereich entfernen. Harald, das geht ja so gar nicht. Ja, das ist doch Absicht. So, also, ich habe die Auskunft. It's near to we are all going to sleep. Danke, Erik, das hilft mir sehr weiter. Und Very Welle hilft mir auch sehr weiter. Ach Gott, ihr könnt mich doch alle mal. So, wo soll ich hin? Achso, wir fahren jetzt, ne? Ja, fahr einfach. Du bist ich da vorne, du musst da vorne. Das Letzte. Ja. Hey, ich hab null Schaden und ich hab noch viel Zeit. So, also auf geht's, Freunde. Los geht's.
Ich reihe mich gleich wieder hinterher. Wir fliegen. Oh, die Security, und da fährt schon wieder ein Daniel los. Mich blockiert gerade nur die Security. Bis über Wuppertal. Oh, da drängt sich einer dazwischen. Ja, okay. Keiner darf blocken, auch die Security nicht. Okay, Leute, das gibt Krieg. So, wie ist das eigentlich? Bin ich der, der vorne fährt, oder könnte ich noch vielleicht einen Security-Mann vor mir haben, bitte? Das wäre sehr schön, weil sonst kommt gerade wieder einer mir entgegen. Ich kenne dich. Randy ist ja weg, Win. Ist so. Sackgang hier. Der Sachse ist auch da. Komm, jetzt sag mal was. Randy, komm. Na, was soll ich sagen? Kommt zu dir, ein Fahrzeug. Schlimmer. Lauter Schlangen überall. Bist du auch schon gut drauf, ja? So gut wie ich ungefähr, ja? läuft schon. Achtung, der... Oh, das weil ist Security. Nee, weil das echt jedes Baby, Mal... Baby, ich möchte gerne da machen. Was haben wir schon wieder reingeknallt? Wir kamen ja sowieso nicht mehr raus. Ja. Fahrt vor. Ohne, ich mach den Abschluss. Du machst den Abschluss? Ja. Hey, ja. Mir ist gerade die Security rückwärts reingefahren. Willst du das wirklich doch? Achso, der sperrt die Straße. Das macht das ja richtig dann genial. Dann halt Abstand. Ja, das ist für mich kein Problem, da ich sowieso nur halb so schnell fahre wie ihr. Achtung, da kommt einer von rechts, aber ziemlich schnell. Harald, Achtung! Der Ramp. Ich glaub, der will mich fahren. Ganz ruhig, Rock Talks. Ich hab Security. Ja, aber ich nicht. Oh. Rock Talks, hast du eigentlich deine Tabletten vorhin genommen? Nee, die sind alle hin, alle verbrannt. Ah. Hat mal irgendwer Valium für Rock Talks, bitte? Valium für Rock Talks, bitte. An Kasse 3, Kasse 3. Die Kommandore. Ich weiß gar nicht, was ihr habt irgendwie. Also, ihr seid so unentspannt im Gegensatz zu mir. Oh, du, ich bin ganz cool. Du bist der Entspannung pur, klassisch. Wenn das ganze Haus riecht wie ein Waldbrand, dann ist man unentspannt. Ruhepuls 180, wie immer. Ja. Wo bin ich so, da? Bin da? Achtung, Ossi Paule versucht am. Baby ist kommt von links auf Sachsen Let's Player von hinten zugefahren. Da steht einer. Achtung, Gegenverkehr. Das ist Security. Ja, so sehe ich nicht. Ach, aber ja, naja. Ich habe nur ein gelbes passt, Auto gesehen. Ein Auto hat ja, der LKW, verdammt, ey. Unfallter. Auto. Der Auto. Hoppala. Na also, jetzt läuft's doch, oder? Aber dahinter mir hat, glaube ich, die Security mitgenommen, beinahe. Alter, fahr nicht da bitte! Was? Was? Wie war das? Vollidiot! Entschuldigung. Ja, ich bin das gewohnt, wenn man sich so, wenn man mich so nennt, Randy. Ich hab da kein Problem mit. Pisser! Sack. Also hier hat sich jetzt einmal mich gerammt. Das Baby ist wahre Männerliebe. Oh, jetzt läuft's, oder? Ist irgendwie eigentlich hinter mir. Ich glaube, der Konvoi ist hier auseinandergerissen, Harald. Ich glaub, so ja, ein bisschen wir kommen nicht durch. Dann gehen wir mal runter. Na, halten wir mal an. Konvoi, ja. Rattlesnake. Wir müssen mal kurz links dran fahren. Wir müssen mal auf den Rest warten. Der Darcy, der mega pessimist, so pessimistisch, dass er ganz hinten ist. Nee, ich bin nicht ganz hinten. Deine Frau ist noch hinter mir und Doc auch. Ja. Aber... Da die Security, muss ich mal anmängeln, vor uns die Straße blockiert hatte, hat sie uns auch damit ausgeschlossen von dem jetzt Konvoi. Jetzt pass mal auf, Darcy, ja? Jetzt pass mal auf. Ich habe jetzt schon sämtliche Zuschauer verkrault, ja? hab schon wieder massenhaft Dislikes und De-Abos. Jetzt kommst du mir auch noch an und vergraulst mir noch die Security. Danke. Nein, die machen einen guten ganz Job toll. Hier. Die machen einen guten Job. So gehört sich das. Oh, und dieser Daniel, der drängt sich in den Konvoi rein. Ja, da hat er den Konvoi reingedrängt. Wisst ihr was, den fahr ich jetzt mal drauf, pass mal auf. Bumm, hast du davon. Und nochmal, Harald, das kannst du zugucken. Bumm, nochmal. Könnt ihr noch ein bisschen vorrücken? Und nochmal. An meine Kommentatoren im Skype-Chat. Ihr könnt gerne Fragen durchstellen. Wenn ich Zeit habe, gucke ich mal drauf. Aber ich kann nichts garantieren, weil ihr seht ja, was hier abläuft. Ja, los, lies mal die Frage vor. Daniel haut dich aus dem Konvoi ab. Habt ihr jetzt Anschluss? Ja. Mensch, hau ab, du! Ja, irgendwelche Fahrzeuge sehe ich da vor was mir. Was für ein... Ja. Was ist das für ein... Haarkind, Alter, das gibt's gar nicht. Ah, ich hab's gesehen, Sachs. Er hat sich voll auf den Standstreifen in dich reingedrängt. Meine Fresse, Vollidiot. Besorgt dir einen Schulabschluss.
sie alle so aggressiv. Die haben sie nächste Woche bei Aldi im Angebot. Kannst du mal gucken. Okay, jetzt probiere ich es mal so. Er ist aber ausgelockt gerade. Er ist ausgelockt. Sag mal, habt ihr jetzt alle Anschluss? Also ich ja, doch, das bin passt. Hinter der KI, hinter unserer Security Rummi. Der Babel hat gedacht, versucht, ich bin hinter der KI, alles klar. Ja. Ich bin auch hinter der KI. Ja, ja, ich bin bei Mone, bin ich jetzt hänge ich jetzt am Auspuffrohr und schnupper erstmal ein bisschen. Du hängst an mir dran. Ja, Baby, das ist lecker. Ja, 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 gell, am Auspuff schnüffeln. Ja. Oh Mann, oh Mann, uns werden die Leute wieder hassen, ey. Das weiß ich jetzt schon, ey. Müssen wir gerade mal wieder ins Forum reinschauen. Da habe ich schon die ganze Zeit nicht mehr reingeguckt, ne? Ihr wisst schon, in das Multiplayer-Forum. Okay. Da wird wieder ein Fass und ein Thread aufgemacht. Das wird wieder lustig hier. Oh, wie hast du uns genannt, Dr. X? Wie hast du uns genannt? Weiß ich jetzt gar nicht. Weil du hast, also, ich hab's ja damals VIPs genannt und das fanden ja einige schon doof, weil wir sind ja keine wichtigeren Menschen. Genau, YouTube-Stars. Und Dr. X meinte, VIP sei ihm zu pummelig. Nee, wie? Zu pimmelig. Ja, zu pimmelig, genau. Deswegen jetzt YouTube-Stars. Wir sind die YouTube-Stars, damit es mal klar ist, damit ihr wisst, wie ihr den Thread nennen müsst. Ja, nur zur Information. Richtig. Und dann kommen wir demnächst vielleicht auch in den Dschungel. Ja. Mone, pass auf, hier liegt einer auf der Straße. Die eine. und weiter vorne müsst ihr links weg. Was? Ja. Ich fahr da sie hinterher. Ja. Aber das ist schon irgendwie cool, wenn da zwei so gelbe Pimmelbrüder vor einem rumfahren. Das ist irgendwie. Man hat fast das Gefühl, man ist wichtig, ne? Man fühlt sich geborgen. Ja, Staatskarossen. Geborgen, natürlich. Gurten fühlt sich wieder geborgen. Oh, Gurten! Ruhepuls 40, ich habe Ruhepuls 180. Ja, halt, bei dir fahren sie vorne weg, ich fühle mich bedroht. Bei mir fahren sie hinterher. Wird verfolgt. Sei doch mal froh, dass einer hinter dir her ist, endlich. Stimmt, in meinem Alter ist sowas selten. Gott. Und übrigens, es heißt immer, der Sachse wäre nicht zu hören. Ich höre ihn auch immer nur dann, wenn er rumschreit. Du musst mehr rumschreien, Randy. Merke ich mir. Meine Frage an die Security oder an den einen Security-Typen, der hier ist, wenn er vielleicht antworten kann. Habt ihr das vorher trainiert? Kann er nicht? Achso, würde mich jetzt mal interessieren, ob die vorher trainiert haben. Das ist nicht die erste Tour, die sie machen. Ich hatte mich vorher mit dem guten Mann schon mal unterhalten. Ah, und die haben da durchaus Erfahrung. Ah ja. Mone wurde gerammt. Oh nein. Hat mich kaputt gemacht. Das Der hat gerade schon ordentlich angegriffen. Ja, der hat sich immer dazwischen gedrängelt da hinten. Och Mann, ist nicht das erste Mal. Was hat der für eine Nummer? Die habe ich mir nicht gemerkt, aber er hieß Babisch. Aber fahrt weiter, ich weiß nicht, was soll ich machen? Babisch? Ja, ich glaube, da kannst du nichts mehr machen, außer Werkstatt. Ja, wie schlimm ist Abschleppen. Denn? Abschleppen. Ja. Was muss ich Hast du an der Tankstelle vielleicht F7. F7 und Enter. Also, da steht jetzt Harald, man hört so gut wie keinen der anderen richtig deutlich. Die sind sehr leise. Okay, danke für die Information. Jetzt weiß ich aber nicht, was ich machen soll. Dann müssen wir halt lauter sprechen. Ja, lauter. Och Mann, das war ich so gut, ey. So gut bin ich noch nie gefahren vorher. Ich hab geblinkt, ich bin außen rum gefahren. So, jetzt bin ich in der Stadt. Jetzt weiß ich wenigstens. Oh, ich bin wieder geblitzt worden. Danke, Security. Ich auch. Jetzt weiß ich endlich, warum das Ding Chaos-Konvoi heißt. Ja, was machen wir denn jetzt dann, wenn der Ton so. Ich hab doch keine Ahnung, was soll ich denn machen? Da müsstest du insgesamt Ingame-Sound und so weiter, das müsstest du alles lauter stellen dann. Der Ingame-Sound ist auf Maximum. Du kannst es über den Windows-Mixer kannst es noch lauter machen, den Teamspeak. Dass du nur den Teamspeak im Windows-Mixer hochdrehst. Ja, der Windows-Wichser, ja. Ja, der Whisky-Wichser wichst Whisky-Mixer. Das Problem an der Geschichte ist, ich kann ja jetzt nicht anhalten, ne? Nee, das ist das Problem. Ja, könntest schon, dann müssen wir halt im Stadtstreifen parken. Richtig, genau. Halt gut, ich weiß nicht, wo ich der scheiß Laptop wieder ausgegangen. Was ist denn das für eine Drecksscheiße aus der Misthölle hier? Wo bist du, Mone? Wir fahren alle schon über den Standstreifen, um mit uns hier Schritt zu halten. Ich muss jetzt anhalten, weil jetzt ist auch noch der Laptop ausgegangen. So, Konvoi, halt! Ich bin an einer Tanke. Der Fireflyer ist durch die Security geflutscht und kommt nach von hinten jetzt. Mal ganz blöd gefragt. Scheißdreck, ey. Jetzt der bootet neu der Laptop. Was ist mit dem Laptop los? Scheiße. Akku kaputt? Mein Truck. Laptop mein Truck, rollt weiter. Ja, es geht bergab, musst du Bremskeile reinmachen.
Oh, da kommt einer von hinten und rammt natürlich. Okay, wieder. Ich versuche jetzt mal in den Sound Wichser reinzugehen. Aber da ist alles auf Maximum. Der Huhn drängt sich vor. Okay. Das ist schlecht. Das fällt mir jetzt spontan auch nichts ein. Sebastian, geh weg, ich ramm dich, ey. Hast du davon? Mal auf Security. So, ich bin jetzt glaube ich auch wieder gerammt worden gerade. Nö, du stehst frei. Mone kümmert sich jetzt gerade mal um den Laptop. Achtung, Kuhn, ich schlängel mich bei dir vorbei. Das ist schön. Das tut mir jetzt total leid, aber ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, damit einfach auf S bleiben. Die Soundabstimmung passt. Was steht denn jetzt dieser blöde Daniel da vor mir? Ich sehe nichts. Ja, der drängelt sich die ganze Zeit schon rein, der Arsch. Ach, jetzt fährt er weiter. Bitte jetzt mal ausschalten, den Typen. Ja, Harald, das müsstest du dann beim nächsten. Da müssen die Zuschauer jetzt mit leben. Müssen wir vor dem nächsten Ding nochmal richtig so abstimmen. Hast du was? Auf dir hat's gefallen, Daniel. Der kaputt. Okay. Macht der keinen Muxer mehr oder was? Ja, der hat sich jetzt ins Grüne verzogen. Ja, eigentlich dachte ich, ich habe ihn am Strom hängen, aber vielleicht steckt er nicht richtig oder was? Kannst du ruhig rein, wenn du magst, weil du stehst ja mitten auf der Straße. Okay. Komm, ey, lass mich doch durch, ich gehöre doch zum Konvoi dazu, Junge. Security lässt dich durch. Ich bin doch einer von euch. Papiere, die habe ich nicht dabei, kommst du auch nicht rein. Ja, liebe Skype-Kommentatoren, ich kann jetzt leider gar nichts mehr machen, weil jetzt sehe ich nicht mal mehr den Chat, ich sehe gar nichts mehr, ich kann nur noch hinter dem gelben Konvoi-Menschen hinterherfahren. Ja, kann nicht irgendwer von unserem zweiten Monitor das so schnell Twitcher machen? Ich kann keinen Sound. Ja, wenn wir mal Pause machen, könnte ich Twitch anmachen, könnte ich nachgucken. Ändern. Die Kommentare wenigstens lesen. Weil da müsste man schnell stehen bleiben, weil ich so nicht raus kann. Ach man, jetzt rammt mich hier schon wieder einer. Was ist das denn für einer hier? Schwanks 2114. Spanks. Ja, 2114. Spanks irgendwas, keine Ahnung. Also irgendwas stimmt mit dem Laptop nicht, oder? Die Twitch-App. Ich hab nichts damit gemacht. Er ist einfach ausgegangen. Ja, ja. Weil hier ist der Akku ausgegangen. Hat der aus dem letzten Loch? Also jetzt können wir irgendwie nur versuchen, das Ziel anzufahren. Ja, Spax 99, der Typ ist jetzt bei uns vorne. Ja, der Spack 99. Der Tracer hat mich gerade angeschrieben, er könnte hier ins Teams mitkommen, er hat die Adresse. Das könnte er machen. Wenn das okay ist. Ja, aber dann haben wir dauernd, die ganze Zeit, der macht das, der sagt das, das bringt ja auch nichts. Okay. Ja, ich kann ihm halt nicht mehr zurückschreiben, weil ich muss ja fahren. Also Tracer, wenn du das hörst, nicht kommen. Ich meine, du kannst gerne kommen, aber mach das wenn dann leise. Ach man. Also solche Vorlagen darfst du nicht vorbeigehen lassen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt die Mone macht, aber die versucht gerade den Laptop sein, wieder zum Norweger meine ich. Zum Laufen zu kriegen. Gerade oder links? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Das ist jetzt gerade sehr verwirrend. Ich sehe jetzt den Livestream gerade tatsächlich bei mir auf dem Tablet nebenbei. Chainsaw, bitte hör auf mich anzuschreiben, dieses Trudu nervt ein bisschen. Was machst du denn, Mone? Ups, der Hude. Im gesicherten Modus starten. Das sieht aus, als ob du die Festplatte formatierst. Ja. Kann man mal machen, ne? Ja, Operation während des Livestreams. Also, liebe Zuschauer, ich kann jetzt auch mal... Ihr könnt jetzt alle buhen von mir aus, weil ich sehe es eh nicht. Ja, ich dachte, ich könnte den Chat gucken, aber ich kann leider nicht den Chat gucken. Wenn wir mal schnell stehen bleiben würden, könnte ich Twitch aufmachen, könnte ich Fragen lesen. Das war diesmal ein sehr langes Best-of auf Frenkel Frotzels. Wir können die ganze Folge reinnehmen. So, ich glaube, ich bin jetzt tatsächlich endlich an euch wieder dran. Jetzt wartet mal, wie weit habe ich denn noch hier? Schadensmäßig sieht's echt gut aus jetzt. Ja, ich hab auch nur 1%, aber das ist Verschleiß. Mahlzeit? Mahlzeit. Das Schulz! Ich kann meine Hand nicht von der Maus nehmen. Jetzt hättet ihr mal meine Frau sehen sollen, was die mir gerade für einen Blick zugeworfen hat, weil ich direkt daneben sitze. Wahrscheinlich hat sie meinen
Burgerarten gerochen. Oh yeah. Double Cheese. Wahrscheinlich eher, weil du jetzt Luke aufgeweckt hast. Weil ich Luke aufgeweckt habe, natürlich. Der ist am anderen Ende vom Gebäude. Hoffe ich. Oder? Ja. Das ist eklig. Ach so. Ja, jetzt da sag, muss ich ja doch sowas nicht, wir sind live. Du musst sagen, dass du das total geil findest. Genau. Das hört sich an wie so ein brünftiger Hirsch. Ich finde es eklig geil. So ein brünftiger Hirsch, das macht doch scharf, oder? Also es hätte so, alles... Würden ich wir zur Hand mal, spielen, dann wäre Fahrrad hätte, fällig. Es hätte, ich muss, es hätte... ich muss mal die Convoy Security jetzt mal loben. Es klappt alles super, seit ich bei ihnen bin. Irgendwie war vorher alles irgendwie beschissen. Mhm. Wir hätten zwei Bodyguards abstellen müssen, die mich dann gleich, dann wäre das alles viel, aber ist naja. Nur lustig, ich sehe hinter mir im Rückspiegel kein Fahrzeug mehr. Ich glaube, wir haben die abgehängt. Achtung. Daniel ja, steht links auf der Strecke einfach so. Welche zwischendrin? Ja, also ich fahre vier Vollgas die ganze Zeit, aber ich sehe euch nicht. Ich sehe okay, euch Convoy, beim nächsten Mal Security, von Anfang an Vieh. Convoy Security, Rattlesnake, mal bitte links ranfahren. Wir müssen erstmal wieder Leute aufholen lassen. Ja, dann kann ich schnell Twitch anmachen, könnte ich Fragen vorlesen. Und dann kann der Rocktox gleich ein bisschen einen zwitzern, hat er gesagt. Ja, genau. Jetzt dachte, wir fahren links hin, aber sie geben weiter Gas. Also ich bin jetzt auf der Höhe Abfahrt Birmingham. Ja, halt an! Geradeaus? Der hält nicht an. Rüttelschlange, komm halt an! Rüttelschlange, ja, los. Ja, geradeaus, ist schon klar. Ich habe auch eine Tour nach Liverpool. Ach du Scheiße, ja. Das sieht gar nicht gut aus auf dem Laptop. Uiuiui. Ich hab's ja komplett kaputt gemacht. Ja, der hat sich den Frenkel-Frotzelt-Virus eingefangen. Gibt's jetzt gerade ganz neu im Fanshop. Doch, der explodiert gleich. Ups. Was machst du, mein Gott, Frank, ich hab den Chat jetzt offen, wenn jetzt irgendwer Fragen postet. Ja. Ja. Ja, fahrt ich habe den Chat jetzt offen, heißt, wenn jetzt irgendwer Fragen postet, kann ich euch die gerne vorlesen. Keine Ahnung, wie, wo, was. Könnt ihr bei eurem Blinklicht draußen, mir leckt's. Okay, also. Conny, sagen wir. Mone ist da. Achtung, Fireflyer! Ah. Okay, das war's, Freund. Das war's. Ab morgen kannst du beim anderen YouTuber deine Kommentare schreiben. Jetzt hat er mal wieder eine verpasst. Okay. Ja, Firefly. Naja, ich habe null Schaden, habe ich Glück gehabt, aber er war der Meinung, er muss mich mal wieder. Also auf jeden Fall Mone down. Und zwar nicht nur nervig. Ihr könntet den TS bei Mone ausmachen, dann wird sich nicht mehr wiederhalten. Hast du gehört, Mone du könntest. Nee, hab ich nicht, das hätte ich nicht. Mone, hast du gehört? Mone, hast du gehört? Was der Rocktox gesagt hat? Du bist neben mir. Dass er mich lieber. Oh, ja, das auch. Fireflyer, pass auf, Fireflyer, schreib jetzt. Das ist der typische Spruch, ja? Hab Videobeweis, hab nichts gemacht. Doch, du bist in der Nähe des Konvois und zwar innerhalb des Konvois und das habe ich dir schon mehrfach erklärt, junger Mann. Aber deswegen hör mir auf mit diesen verkackten Ausreden. Ich habe dir schon mal gesagt, ich will das nicht mehr hören und das war's jetzt. Feierabend. Jetzt kannst du irgendwie zum katholischen Priester gehen und um Vergebung bitten, aber bei mir nicht, Freund! Lass mich bitte nicht vorfahren, weil ich so gehässig bin. Oh! Ja, komischerweise, ich bin ja hier, bei mir steht, streamst du auf Twitch? Ich konzentriere mich aufs Fahren und nicht aufs Brüllen. Harald? Ja. Auf Twitch. Streamst du auf Twitch? Ja. Weil Twitch steht bei mir offline. Nein, ist er nicht. Ich als ja, guck's doch gerade nebenbei. Rocktox. Schick mir mal einen Link, hab ich den falschen Ding. Rocktox, ja? Ich bin ein alter Mann, ey. Jetzt hör mit der Scheiße auf, ey. Da hab ich ganz schnell einen Herzinfarkt. Nein, es läuft. Der Stream läuft perfekt, ja. Dann schick mir mal einen Link, dann haben wir wahrscheinlich falschen Stream. Ich kann dir keinen Stream. Ach, super. Schaust du den Stream von Gronkh an oder was? Danke. Na, nee, aber Harald Frenkel steht hier, aber steht offline. Was soll er machen? Mone, du sollst Twitch starten. Und Skype, bitte. Was sind deine Streams von mir wieder für ein scheiß Kermit? Ich drehe am Rad. Schwimmer-TV. Schwimmer-TV habe ich auch schon gesehen, ja? Toller Name, oder? Hier bloß noch Kirch-TV, das wird mir gerade noch fehlen hier. So. Jetzt sag's ein Let's Play, jetzt sag doch du auch mal was. Was soll ich denn sagen? Soll ich jetzt hier diese schönen YouTube-Channel-Names noch promoten oder was? Ja, nein, das ist genau das ist der Punkt. Tröste mich mal ein bisschen. Jetzt, du hast doch auch so eine empathische Ader. Du könntest mich noch ein bisschen trösten jetzt. Ja, nicht schade, was soll ich denn dich trösten? Nicht aufregen? Ja, gut, doch, ich reg mich auf.
Dankeschön. Trinity fliegt gerade. Ja, das war ich. Gilt das als Licht, mit Lichtfahren, wenn ich die Lichtwuppe mache? Auf der Fahrbahn, an dem ich ausweichen muss. War das Korni, der da stand? Harald, wir werden, glaube ich, ungefähr von drei Trucks gerade verfolgt. Bin ich auf der falschen Seite, ne? Ja, wir warten wieder alle durcheinander gerade. Wir werden gerade von drei Trucks verfolgt. Wer ihr? Ja, wir zwei. Ja, dann fahre ich mal andersrum. Und die drei Trucks fahren so auf. Wobei, ich hänge irgendwie an der Leitplanke, aber vielleicht komme ich noch raus. Wahrscheinlich musst du sie abschleppen lassen. Ja. Ich versuche mal noch runterzukommen. Ich kann das Licht nicht anmachen. Was ist das für ein Scheiß? You cannot do that fast. Stop your truck. Warum kann ich nicht das Licht anmachen, während ich Truck fahre? Du versuchst, die Dachbeleuchtung anzumachen, wenn ich das normale Fahrlicht. Ich muss mich abschleppen lassen. Ja, ich will alles Licht anmachen. Ich brauche ja mal das normale Licht wenigstens. Das geht ja auch nicht. Ja, dann drück doch einfach L und gut. Ah, danke. Was? L und gut? Was ist denn gut für die Taste? L und reinschreiben. G-U-T. Ups, ist mein Anhänger wieder weg. Aufleger. Also, wir haben jetzt alles im Griff wieder. Jetzt sind aber zwei Frauen sind raus, ne? Ja. Nö, ich bin schon noch da. Ich weiß bloß nicht, wo. Ich habe einen Kopf von mir im Führerhaus. Und was für eine hässliche Knolle. Mich bitte. Überholt den Doc bitte. So, okay. Wo bin ich denn? Ich bin in Birmingham. Harald, du bist aber noch ganz vorne, ne? Ne, hinter dem DHL-Paket, wie immer halt, ne? Ja, wir sind hier gerade höher der Tankstelle. Rocktox, ich und ihr dürftet dann dementsprechend noch drinnen sein. Naja, eine ganze Ecke sogar. Weil ich halt hier wieder schön Dia-Show habe. Deswegen. Überholt mich, Alter. Okay, Skype habe ich jetzt online wieder. Twitch müsstest du mich noch einloggen. Ich sag dir schnell das Passwort. Nee, sag ich lieber nicht. Was? da muss irgendwas mit Livestream stehen. Die Security soll bitte auch an mir vorbeifahren. Danke. Ich glaube, wir müssen das nächste Mal ich muss das nächste Mal ein bisschen genauer mit der Security sprechen, weil die wussten ja leider nicht, dass ich am Anfang gar nicht dabei bin. Ich dachte, das wäre eine schlaue Idee, weil ja die Mone dann vielleicht mitfahren kann. Kann ja keiner wissen, dass die gleich hier einen Truck zu Schrott fährt. Ich wurde gerammt. Ach. Aua! Ja, Mone konnte nichts dafür, genauso wie ich nichts dafür konnte. Da hat mich irgendeiner abgeschossen. Das war ich, sorry. Hallo Mone. Du hast mich doch nicht abgeschossen. Und gehupt. Also ich habe irgendjemanden über die Leitplanke rübergeschossen eben. Das ist ein blöder Kanal. Hm. Ja. Wie heißt denn ein blöder Kanal? Mone. Immer noch Frenkel frotzelt. Oder nicht, dann ist er gelöscht. Harald Frenkel. Also ich guck ihn doch gerade. Er heißt Harald Frenkel. Mit AE schreiben, Mone. So, und jetzt fragen wir nach dem Passwort. Das Übliche, wo überall, also... Ja, Passwort eben, Passwort. 1, 2, 3 halt. Nee, 1, 2, 3, 4. Leute wollen, dass du den Hater-Song singst. Dass ich den Hater-Song singe, ja klar. Alle den Hater-Song singe, natürlich, klar. Als ob ich den Text geschrieben hätte, ey. Scheiße, ich hab ihn ja geschrieben. Ich weiß es aber auswendig. Ich kann nicht anfangen. Bum, bum, bang, 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 bang. Den hab ich gemacht. Ich kann nur den Part von der Bia. Von der Bina Bianca. Die ist ja jetzt, Harald, ja, weißt du schon, die ist jetzt auch bei ProSieben. Ja, die ist piep, piep, piep. Rock Talks. Wo musst du abliefern, Harald? Sag nur Manchester. Den Anfangs... Ja, Anfangsbuchstaben. Ja, drauf gepfiffen da. Bing. Sag mal, Sebastian schreibt jetzt Hi Frenkel. Ja, toll. Du musst jetzt gehen auf. Auf den Chat. Obwohl der Chat ist völlig unwichtig, kann ich eh nicht lesen. Vergiss es. Was steht denn im Skype? Du könntest mir mal Skype vorlesen, ob da was Aktuelles steht, wie die Stimmung ist oder so. Randy, bist du nach Liverpool abgeflogen? Zuschauer. Linksrum, also linksrum. Okay. Aber die Security, die Security steht aber da, also du kannst es eigentlich nicht verfehlen. Naja, okay, sehr gut. Okay, dann schau mal in den Chat rein, in den Twitch-Chat bitte. Da wünsche ich jemand den Frenkel-Song. Den Frenkel-Song? Nee, das habe ich falsch gelesen. Was? Der Frenkel-Song? Ich habe mich auch schon gewundert. Also ich muss sagen, auf meinem Nee, da steht Ding, Sing Frenkel Geh in den Teamspeak, da steht doch...
Da steht was von gehen in Teamspeak. Hat ihm jemanden umgelegt, oder schon? Auf gerader Strecke, das muss man auch mal schaffen. Oh, da steht was von gehen in den Teamspeak. Ja, und was soll ich da machen? In den Teamspeak gehen? Vorlesen, mir vorlesen, was da steht. Geh in den Teamspeak. Dann muss ich ihn hier irgendwo erstmal anmelden. Ich habe auf dem Laptop doch. Sie meinen doch mich, Mone. Ich will wissen, was da steht. Nur vorlesen. Oder die Gesamtlautstärke im Teamspeak. Ansonsten steht hier noch nicht. Ja, okay. Leute, da müsst ihr jetzt leider im Stream mit leben. Wir sind halt heute mal ein bisschen schüchtern. Nee, ich bin Harald gerade. Wieder eh gleich am Ziel. Wie viele Zuschauer haben wir denn? Bieber? Den Trucker-Song. Ja. Ich denke mal, dass du falsch fährst. Echt? Ja. Ups. Ist jetzt komplett falsch. Falls ich euren okay, warte. Gestört habe, ja, nützt ja nichts mehr. Wer? Finnlines. Ja, keine Ahnung. Ja, wie viele Zuschauer sind denn noch da? Wo sieht man das? Das sieht man gar nicht. Ich war. Ah, es ist rot! Ah! 14% Schaden. Nee, da unten. Wie viel haben wir es denn? 182. Okay, es lässt nach. Das heißt, ich habe ungefähr 200 Leute vergrault, wahrscheinlich mittlerweile. Die restlichen 5 schaffen wir auch noch. Ach komm. Leute, ihr mögt das doch, wenn wir so. Ich muss das jetzt mal so sagen, ja. Ich habe ja gesagt, ich mache keinen Livestream mehr im Multiplayer, weil da die Konvois so gestört werden. Ne? Also, und jetzt habe ich mich doch anders entschieden, weil der das mit der Security ist. Konnte ich jetzt aber nicht ahnen, dass jetzt hier technisch alles schief läuft. Da tut mir ja auch sehr leid, aber anscheinend gab es ja auch sehr viele enttäuschte Menschen, dass ich jetzt Euro Truck Simulator 2 gespielt habe. Vielleicht sollten wir es dann doch wirklich lassen. Und dann Singleplayer machen höchstens. Ja. Das ist so der Eindruck, den ich jetzt habe, weil ich krieg ja keine richtige Rückmeldung von meinen Kommentatoren, keine ordentliche. Warte. Mit Lovely. Lass uns doch mal abwarten, was kommt. Ich fahre jetzt erstmal hier links. Lass uns nächstes Mal einfach eine Runde The Hunter spielen. Ich bin so süchtig nach dem Spiel gerade. Ja, ich muss mit so komischen Abo-System, das verstehe ich. Also das möchte ich irgendwie unterstützen mit dem komischen Abo-System. Ja. Es kam 2009 kam es raus, da gab es nur noch diese eine Demo auf denen ihrer Website, da gab es noch keinerlei Retail-Version und ich hatte damals nur quasi diese Demo gespielt, wo du, da hattest du nur eine Karte, also ein Jagdgebiet und nur eine Waffe. Und BÄÄÄÄÄ! Wow! Aber richtig erwischt. Harald fliegt! Aber direkt kurz vorm Ziel. Wie immer. Achso, ich bin übrigens in Liverpool, mir kommt gerade was entgegen. Ja. Was war das denn jetzt, Rock Talks, wo kam denn der her? Der kam rausgefahren, der Brian. Oder Brian. Ja, Brian. 1378, ja. Brian! Von nun an sollst du Brian heißen, was so viel heißt wie Brian! Setz dich, nimm dir einen Keks, du Arsch! Oh, Daniel kommt auch noch und rammt dich. Stop. Bevor man hier überhaupt nichts mehr versteht, melde ich mich jetzt ab, weil ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahren muss. Es ist ja auch Nacht bei mir und alles und es ist Englisch, ja auch, ich verstehe kein Wort. Es ist ja auch eigentlich völlig egal, Bohne, weil ich bin jetzt am Ziel. Wir haben jetzt eh gleich vorbei. Na dann, dann sage ich auf jeden Fall, war schön, ne, mit schön. War schön, ja. Ciao, Mone. Na, hat es wenigstens einem gefallen. Ciao, Mone. Ja. Vielleicht wieder im normalen Konvoi, wo es nicht so chaotisch zugeht. Okay, Harald, du kommst, glaube ich, nicht mehr raus, der ist Trinity zugebaut. Und ich fahren einen Konvoi. Genau. Also du und ich. Und ja. Ich und du. Ja. Oh, man hört auf zu hupen, Freunde. Hört auf. Mit ich Security. Ich steig aus. Ich kann die brauchen wir nicht. Wir kriegen so alle Platz. Leute, demnächst fahren wir alle unter unseren Tarnnamen. Ja, ja. Genau. Fahren wir alle okay. Also, dann sage ich schon mal tschüss, gute Nacht und bis bald. Ciao, ciao. 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 War das vielleicht der Daniel, der sich gerade wieder entschuldigt? Ja. Ah, der ist dann beim zweiten, der ist beim zweiten Versuch hier reingeknallt. Ah, der Brian war es am Anfang. Ey, ich kann nicht mehr einparken jetzt, weil ein Lärm ist. User disconnected from your channel. Seid ihr in Manchester, oder? Ja, die anderen sind alle in Manchester. Hör auf zu hupen! Boah, das macht mich wahnsinnig, wirklich. Ach, ey.
Der Daniel, der sich gerade reindrängt. Ich hab den. Ja. Ihm jetzt die Sicht so. Und kann nichts mehr sehen. Ich hab schon mal gesagt, er soll unseren Konvoi in Ruhe lassen. Nein? Wen denn? Diesem Daniel da. Ja, der verschwindet. Ja, der steht gerade Schnauze zu Schnauze mit Harald und schaut ihm zu. Der Doofkopf. Ja, Entschuldigung, ja, natürlich. Ja. Da, boah. Jetzt hat er so ein Gehupe hier. Ich muss jetzt erstmal hier raus aus dem Ding, bevor ich. Übrigens, Kluka! Ich hab ja irgendwie mitgekriegt, dass du irgendwie den Livestream mitkriegst, ja? Sei so gut, mach deine Rundumleuchte raus. Ich krieg da Augenkrebs von. Danke. Und okay, bin ich kann Arsch ja nicht mal hier unmöglich. Rausfahren, da geht ja gar nichts mehr. Was ist denn hier los, Freunde? Wie sind die alle nachfahren? Oh, er versinkt schon einer im Boden. Ich will raus, ich will raus. Wow, 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 ich lieg am Dach. Hilfe! Ja, es ist ein guter Looping. Es ist nicht zu fassen. Ich muss jetzt erstmal hier ganz kurz wohin, wo ich mal ein bisschen Ruhe habe. Habe ich wahrscheinlich keine 2 Minuten, weil dann wieder irgendjemand auftaucht. Ich stelle mich jetzt einfach mal irgendwo dahin. Steig aus. Ich teleportiere mich mal schnell. Und der Erstbeste, der mir in die Quere kommt, den hau ich um. Ach, schön, das erste Mal, dass ich einen Auftrag abgebe mit 0 Euro Ertrag, 0 Erfahrungspunkten. Geil. Das wird doch. Ach, Darcy. Es geht voran. Hallo! Ey! Hallo, Darcy, voll in Gas, ey! Hallo, Darcy! Ja, du hattest recht. Das Leben ist schlecht und ja. Jetzt, pass auf, jetzt mache ich mal kurz einen auf Aufsteiger, Aussteiger. Dürfen wir zurückrammen, Harald? Oh, jetzt, das Problem ist, der Darcy macht seinen Motor aus, ja? Ich mache meinen Motor aus vielleicht, aber wir haben schon wieder einen neben uns stehen. Ja, der macht den Motor natürlich nicht aus. Ist klar. Ist jetzt mal Ruhe. Warum muss der jetzt da stehen? Ja, der möchte in dein Video. Ja, er will ins Bild. Nee, der. Wow, 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 der Babylon schon wieder. Was? Na warte, Junge. Dich ramme ich jetzt von der Straße, ey. Damit wir das hier als schönes Schlussbild haben. Oh, jetzt komme ich gerade rein, sofern ihr Manchester seid. So, Manchester bei Nacht. 5000 Leute haben die Rundumleuchten an, man sieht sehr schön von oben. So, Junge, so, jetzt kann ich endlich mal in den Chat gucken, ganz kurz. Die Stimmung ist mittlerweile gut, da alle, die es mögen, noch da sind. Ich weiß nicht, aber der Felix, der schafft es mir immer irgendwie, mich richtig so runterzudrücken, ja? Da alle, die es mögen, noch da sind, der Rest ist weg. So. Okay. Allen, denen es zu doof wurde, sind die jetzt weg. Danke, Felix, das baut mich auf. Und ansonsten hat Erik wieder irgendwas geschrieben und wieder gelöscht. Das war wohl irgendwas, was ich nicht lesen soll. Und ansonsten der Hauptchat. Komm mal zu uns auf den TS bitte. Wie stelle ich Facecam ein? Geilo, sing, spiel The Hunter, singen, singen, singen. Ich habe heute ein Lied aufgenommen, ein kleines Lied. Das kann ich vielleicht an der Stelle nochmal kurz erwähnen. Das wird demnächst auf meinem Kanal laufen. Aber jetzt werde ich nicht singen, denn jetzt werde ich mich verabschieden. Ich bedanke mich bei der Convoy Security, weil ohne die wäre ja gar nichts gegangen. Ne? Und ich bedanke mich bei den Mitfahrern, die kriege ich jetzt wieder nicht alle zusammen. Ich bedanke mich bei all denen, die uns nicht gestört haben, also bei allen beiden. Und ansonsten bedanke ich mich noch bei RockTox für den TeamSpeak und für das Einstellen. Und obwohl es bei ihm gebrannt hat, hat er ganz schnell wieder Internet sich eingebaut, nur damit er mitfahren darf und dieses grausame Erlebnis miterleben darf. So, ja. Philipp Roth schreibt im Chat, im Live-Chat, und das ist das, was ich jetzt für mich hier behalte. Das werde ich jetzt einen Screenshot machen, vergrößern und mal an die Wand hängen. Und zwar schreibt er, super Livestream. Das freut mich. Ja. Und in dem Sinne, schönes Leben noch. Ich bin dann raus. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.